Das tägliche Wort Gottes. Wenn du wirklich den Weg des ewigen Lebens erreichen willst und wenn du auf deiner Suche danach unersättlich bist, dann beantworte zuerst diese Frage. Wo ist Gott heute? Vielleicht wirst du antworten, dass Gott im Himmel lebt. Natürlich, er würde nicht in deinem Haus leben, nicht wahr? Vielleicht wirst du sagen, dass Gott offensichtlich in allen Dingen lebt. Oder du wirst sagen, dass Gott im Herzen jedes Menschen lebt. Oder dass Gott sich in der geistlichen Welt befindet. Ich streite nichts davon ab, aber ich muss diese Aussagen klarstellen. Es ist nicht vollkommen richtig zu sagen, dass Gott im Herzen des Menschen lebt, es ist aber auch nicht völlig falsch. Der Grund dafür ist, dass unter den Gottgläubigen jene sind, deren Glaube wahr ist, und jene, deren Glaube falsch ist. Es gibt jene, die Gott anerkennt, und jene, die er nicht anerkennt. Es gibt jene, die ihn zufriedenstellen, und jene, die er verabscheut. Und es gibt jene, die er vollkommen macht, und jene, die er beseitigt. So sage ich, dass Gott nur in den Herzen weniger Menschen lebt. Dies sind zweifellos jene, die wahrhaftig an Gott glauben, die Gott gut heißt, die ihn befriedigen und die er vollkommen macht. Das sind diejenigen, die von Gott geführt werden. Da sie die Menschen sind, die von Gott geführt werden, haben sie bereits von Gottes Weg des ewigen Lebens gehört und ihn gesehen. Diejenigen, deren Glaube an Gott falsch ist, die Gott nicht gut heißt, die Gott verabscheut, die von Gott beseitigt werden, sind dazu bestimmt, von Gott zurückgewiesen zu werden. Sie sind dazu bestimmt, ohne den Weg des Lebens zu bleiben und auch darüber unwissend zu bleiben, wo Gott sich befindet. Im Gegensatz dazu wissen die, in deren Herzen Gott wohnt, wo er sich befindet. Dies sind die Menschen, denen Gott den Weg des Lebens beschert, und jene, die Gott folgen. Weißt du nun, wo Gott ist? Gott ist zugleich im Herzen und an der Seite des Menschen. Er ist nicht nur in der geistlichen Welt und über allen Dingen, sondern darüber hinaus auf der Erde, auf welcher der Mensch existiert. Das Eintreffen der letzten Tage hat die Schritte der Arbeit Gottes in ein neues Gebiet gebracht. Gott hält die Herrschaft über alle Dinge im Universum. Und er ist die Hauptstütze im Herzen des Menschen. Außerdem existiert er unter den Menschen. Nur auf diese Weise kann er der Menschheit den Weg des Lebens bringen und den Menschen auf den Weg des Lebens bringen. Gott ist auf die Erde gekommen und lebt unter den Menschen, damit der Mensch den Weg des Lebens erlangen kann und damit der Mensch existieren kann. Gleichzeitig befiehlt Gott auch alle Dinge des Universums, damit sie mit seiner Führung unter den Menschen zusammenarbeiten können. Wenn du nur die Lehre, dass Gott im Himmel und im Herzen des Menschen ist, aber nicht die Wahrheit von Gottes Existenz unter den Menschen anerkennst, wirst du nie das Leben und nie den Weg der Wahrheit erlangen. Gott selbst ist das Leben und die Wahrheit. Sein Leben und seine Wahrheit existieren zeitgleich. Diejenigen, die außerstande sind, die Wahrheit zu erlangen, sollen nie das Leben erlangen. Ohne die Führung, Unterstützung und Versorgung der Wahrheit wirst du nur Buchstaben, Lehren und zudem den Tod erlangen.
Gottes Leben ist immer gegenwärtig und seine Wahrheit und sein Leben existieren gleichzeitig. Wenn du die Quelle der Wahrheit nicht finden kannst, wirst du die Nahrung des Lebens nicht erhalten. Wenn du die Versorgung des Lebens nicht erlangen kannst, wirst du mit Sicherheit keine Wahrheit haben. Abgesehen von Fantasien und Vorstellungen wird dein ganzer Körper, nichts als Fleisch, dein stinkendes Fleisch sein. Du musst wissen, dass die Worte der Bücher nicht als Leben zählen. Die Aufzeichnungen der Geschichte können nicht als Wahrheit gefeiert werden und die Lehren der Vergangenheit können nicht als Worte dienen, die gegenwärtig von Gott gesprochen werden. Nur was von Gott ausgedrückt wird, wenn er auf die Erde kommt und unter den Menschen lebt, ist die Wahrheit, das Leben, Gottes Wille und seine derzeitige Arbeitsweise. Wenn du die Aufzeichnungen der Worte Gottes der Vergangenheit auf die Gegenwart anwendest, dann bist du ein Archäologe. Und die zutreffendste Bezeichnung für dich ist Experte für historisches Erbe. Denn du glaubst fortwährend an Spuren Gottes Arbeit aus vergangenen Zeiten. Nur an den Schatten, den Gott zurückließ, als er früher unter den Menschen arbeitete. Und nur an den Weg, den Gott seinen Anhängern damals gab. Du glaubst nicht an die Richtung, die Gottes Arbeit heute hat. Glaubst nicht an das heutige, glorreiche Antlitz Gottes. Und du glaubst nicht an den Weg der Wahrheit, der momentan von Gott ausgedrückt wird. Du bist somit zweifellos ein Tagträumer, der absolut keinen Bezug zur Realität hat. Wenn du dich immer noch an Worte klammerst, die außerstande sind, dem Menschen Leben zu bringen, dann bist du ein hoffnungsloser Fall. Denn du bist zu konservativ, zu widerspenstig und zu unzugänglich für Vernunft.